Tja. Also graben wir erstmal fröhlich weiter. Immer schön geradeaus. Mal gucken, wann wir dann auf unsere Anschlussstelle treffen. Und dann können wir erstmal wieder Gleisen verlegen. Ich denke mal, bis dahinter werden wir dann auf alle Fälle auch kommen. Und dann mal sehen, wie die Aktien stehen. Ja, es war schon ein ganz schönes Stückchen, ne? Kommt mal erstmal wieder auf Kies. Gleich mal wieder so machen hier. Spare ich mir ein bisschen. Ja. Gucken, wie lange wir jetzt noch hacken müssen hier. Wie gesagt, es waren ja doch ein paar Meter gewesen. Bis wir jetzt hier auf unseren Durchbruch stoßen. Nach der Folge muss ich dann erstmal eine rauchen gehen, ey. Ich wollte gerade schon wieder zur Schachtel greifen. Nee, ist nicht mehr. Das ist eine absolute Umstellung gerade für mich. Ich will das Risiko nicht eingehen, dass hier während der Folge wirklich der Rauchmelder anfängt zu piepen, ey. Diese Scheiße, da wird man so in seiner Freiheit eingeschränkt. Klar, ich habe einen Balkon und alles und ich gehe ja auch daraus rauchen. Aber wenn ich zocke, halt nebenbei mal so ein Kippchen. Fenster ist ja dann immer offen und so. Das geht schon, ist halt gemütlich und so. Es riecht ja jetzt hier nicht wie in einer absoluten Raucherbude hier drin, wenn man reinkommt, ne? Da sorge ich schon dafür. Da gibt es andere, wo es schlimmer ist, aber sich daran jetzt erstmal zu gewöhnen, hier nebenbei am Rechner mal sich nicht mehr so schnell eine anzustecken, anstecken zu können. Ah, es fordert Überwindung. Kann ja eigentlich auch aufhören, weißt du? Nee, dafür mache ich es viel zu gerne. So, dann war das mit der Spitzhacke jetzt auch schon Geschichte. Können wir die letzte anreißen? Ich hoffe, dass wir da wenigstens den Durchbruch jetzt noch hinkriegen damit. Aber wie gesagt, so weit kann es ja dann fast nicht mehr gewesen sein. Sonst haben wir ein Problemchen. Da haben wir Kohle genau über uns und unter uns. Keine vor uns. Gut, weil die könnten wir eh nicht mitnehmen, weil das Inventar ja wie gesagt schon voll ist. Und da ist jetzt erstmal Wasser. Das ist auch blöd. Aha. So, so. Na gut. Eine kleine Unterwasserhöhle ist jetzt nichts, wovor wir gleich zurückschrecken. Wir müssten es aber mal ein bisschen stopfen. Bestenfalls natürlich ohne zu ertrinken. Gottes Willen. So, erstmal zu. Und jetzt können wir eigentlich hier relativ geschmeidig weiterbauen. Okay. Trotzdem wäre es cool, wenn wir jetzt so langsam mal den Durchbruch fänden. Kann das denn so weit sein? Ich meine, klar sind wir da oben gerade ein ganzes Stück gelaufen, haben ein paar Fackeln weggemacht, aber unten, wenn man nebenbei hacken muss, kommt es einem doch ein ganzes Stück weiter vor. Aber wir sind ja auf der richtigen Höhe und eigentlich auch auf der richtigen Breite. Das müsste jetzt jeden Moment soweit sein.
Ich hatte ja gesagt, 5 Minuten müssen wir noch hacken, dann müssten wir einen Durchbruch haben. Na, wir sind gerade bei 5 Minuten. Inklusive jetzt mit dem Wasser noch. Ah. Sollte ich mich so sehr verschätzt haben. Nicht, dass wir jetzt gleich ganz woanders rauskommen, ich mich doch irgendwie vertan habe oder so. Aber das glaube ich fast nicht. Müsste jetzt gleich kommen. Wie gesagt, bestenfalls natürlich, bevor die Spitzhacke kaputt ist. Komm schon. Das kann da nicht so weit gewesen sein. Was haben wir denn hier jetzt? Eine Höhle? Ach nee. Okay, aber hier geht's raus und ich würde jetzt trotzdem mal von der anderen Seite nochmal gucken. Das kann da nicht so weit gewesen sein, hör mal. Was sind wir denn hier? Hier sind wir. Da müsste jetzt da hinten eigentlich der Berg sein. Ja, da müssten wir doch jetzt aber gleich. Dem Ganzen hier schon entgegenkommen. Weil hier haben wir da auch schon ein ganzes Stück gehackt. Guck mal. Das darf jetzt nicht mehr weit sein. Mensch, das gibt's da gar nicht. Bin ich hier wirklich falsch? Ey, jetzt ist die Spitzhacke gleich kaputt. Ich bin auf 78 und 455. 78 und 455. Sollte ich wirklich irgendwie schief gekommen sein? Weil ich bin ja jetzt schon so weit. Drüben, weißt du, am Ende ist es jetzt wirklich bloß noch ein Marken und ich bin da, aber... Irgendwie. Ja. Ja, jetzt war sie kaputt. Geil. Oh, ich habe auch keine mehr, ne? Aber mit der Hand jetzt die Steine wegzumachen, ganz ehrlich. Oh, ich will wenigstens diesen Durchbruch hinkriegen, aber es kann ja nicht mehr so weit sein. Es können maximal noch 10 Blöcke sein jetzt. Boah, echt mal. Sorry, dass ich das jetzt so machen muss, aber ich habe echt gedacht, das reicht mit den Spitzhacken. Na gut, weil ich zwischendurch eben auch den Cobblestone holen musste. 78, 455 und wie weit bin ich drüben hier? 1982. Ich muss nochmal von der anderen Seite gucken gehen. Nicht, dass das jetzt hier zum Megaprojekt wird, weil ich das jetzt alles mit der Hand raushacken will. 1982, das ist ja ungefähr hier so. Von der anderen Seite, aber wie gesagt, bin ich ja auch schon ein ganzes Stück gegangen. Es kann ja eigentlich fast nur noch ein Katzensprung sein. Ich kann mich ja nicht so sehr verschätzt haben. Puh, 1968. Naja gut, es sind nur noch 5, 6 Blöcke. Ich sag's ja, ich mach das jetzt mit der Hand schnell wegkommen. Es ist ja jetzt kein Obsidian oder so, also das kriegen wir hin. Wenn ich von der anderen Seite jetzt nochmal 5 nach vorne gegangen bin, müssten es jetzt hier maximal noch 3 oder 4 sein. Ist zwar jetzt doof, aber was soll's. 3, das müsste eigentlich jetzt der letzte sein. Sechzig.
61, naja, 70, 71, 72, 73, 74 von der anderen Seite. Ja. Gut, ne? Im Endeffekt nützt es mir eigentlich sowieso nichts. Ich müsste mir eh eine Spitzhacke holen, weil ich muss ja dann daneben auch noch den Gang machen, weißt du? Aber ich will jetzt wenigstens erstmal den Durchbruch machen, damit ich die Gleisen legen kann. Den Rest können wir mal noch später machen. So, und der müsste jetzt aber kommen. Der müsste jetzt kommen. Boah, echt jetzt, ey. Komm schon. Das gibt's nicht, ne? Das ist jetzt so viel unnötige Zeit, aber... Das müsste wirklich der letzte sein, dankeschön. So. Okay, ich habe auch wirklich keine Spitzhacken mehr dabei, ne? Also ich muss jetzt erst einmal bis zu dem Punkt zurück. Oder beziehungsweise kann ich ja auf dem Weg zurück jetzt schon mal hier den Anschluss machen. Genau, dass ich dann die Gleisen wenigstens bis dahin legen kann und dann muss ich eben doch nochmal wiederkommen irgendwann. Ich habe echt nicht gedacht, dass mir die Spitzhacken als erstes ausgehen werden. Ich habe mit allem anderen gerechnet, aber nicht mit den Spitzhacken. Gut, ich habe auch nicht berücksichtigt, dass ich so einen langen Tunnel graben muss. Ehrlicherweise. Aber ich hätte eben auch einfach nur Cobblestone mitnehmen müssen. Da hätte ich nicht vorher schon 6, 7, 8 mal 64 rausschlagen müssen aus dem Berg. Da hätte ich auch noch ein, zwei Spitzhacken übrig gehabt am Ende. Hätte, hätte. Es ist, wie es ist und... Wir gehen jetzt erstmal zurück. Dieses Rumgehen. Ich weiß das, ich mache das mal so. Weiß nicht, ob das schneller geht, aber irgendwie vom Gefühl her ist es immer ein bisschen angenehmer so. Da müssen wir nicht so hin und her zuppeln und können ganz geschmeidig zurücklaufen. So. Ist schon wieder ein Megaprojekt. Warum ich mir das nur unbedingt heute vorgenommen habe, weiß ich nicht. Muss da bald mal angekommen sein hier hinten, ey. Ist ja genauso nervtötend und langatmig hier. So, jetzt aber. So, jetzt muss ich aber doch noch ein ganzes Stück laufen, bis ich dann wieder meine Anschlussstelle habe da vorne, wo ich die letzte Fackel gesetzt habe. Und dann können wir wieder den obligatorischen 10er-Rhythmus machen. Zack, zack. Zack und zack. Das geht jetzt hier ein bisschen schneller. Geil. Wenn man sich nicht gerade verbaut und keine Spitzhacke dabei hat. Jetzt werde ich mich kleiner verschlucken. Boah, scheiße. Oh Gott. Oh, das war unangenehm. So, das sind jetzt noch genau 8. Bruch. 9 und 10, das ist die Antriebsschiene und das ist die Antriebsfackel. So, und jetzt wieder 50, zack und zack, 52, 42, Antriebsschiene, Fackel. Machen wir noch einmal. Und dann ist die Folge wieder rum. Und ich würde erstmal ein Raucherpäuschen machen und dann sehen wir uns gleich wieder.